Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Leute, ihr wisst schon, das müsst ihr mit reinnehmen, ne? Das tut mir leid, aber das ist so honest. Das müsst ihr mit reinnehmen. Okay. Das hat immer funktioniert, jedes Mal. Okay, ich guck dich an, du guckst mich an. Wir machen das jetzt, also. Das dürfen wir nicht rausschneiden. Wir lassen es drin, wenn du das sagst, lassen wir es drin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schokolade zum Frühstück. Überraschung, wer hätte das gedacht? Wir haben aber eine richtige Überraschung am Start, nämlich den guten Jonathan. Rommelwirbel. Hallo. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Klar. Ich bin Jonathan. Ich bin Schauspieler. 23 Jahre alt, ich lebe hier in Berlin, so wie ihr ja auch. Und was kann man noch so über sich erzählen? Wie heißt mit ganzen Namen? Jonathan Elias Weiske. Und ich mache Schauspiel jetzt tatsächlich schon seit 18 Jahren. Also ich habe schon sehr früh angefangen mit 5. Cool. Und warum auch immer, ich weiß nicht, warum man sich das antun sollte, bin ich noch dabei und tu, was ich liebe. Ich wollte gerade sagen, solange du Spaß daran hast, genau, klingt das ist super. Es. Ja, total. Das ist ja immer schön. Wir haben uns auch gefragt, weil dein öffentlicher Name ja relativ lang ist, Jonathan, ich jetzt weiß, ob du nicht einen Spitznamen hast oder ob alle Leute zu dir Jonathan sagen oder sagen sie zu dir Jonathan Elias. Ja, genau. Also da gibt es nicht einen Spitznamen, das sind ganz, ganz viele. Also... Ich glaube, es hat angefangen mit Joni, das war immer so mein Spitzname in der Grundschule und in der Oberschule. Und jetzt inzwischen ist es alles von Johnny über Jay, über, was gab's noch? Es ist wirklich manchmal auch verrückte Sachen, die man sich mir gar nicht erklären kann, aber meistens ist es Joni, Jonathan, Johnny, so in dem Dreh. Ja. Und hast du einen Lieblingsspitznamen? Nee. Nee? Nee. Bist du mit deinem Namen denn zufrieden? Ja, ich bin mega zufrieden. Okay, also einfach Jonathan. Ja, einfach Jonathan. Dann bleiben wir doch dabei. Wie sich das anhört, so Christina, bist du mit deinem Namen wirklich zufrieden? Naja, nee, weil ich weiß halt auch von anderen Leuten, dass sie zum Beispiel mit ihrem Namen ganz unzufrieden sind. Aber ich meine, ja, ich glaube, wir alle können uns hier nicht groß beschweren über unsere Namen. Aber ich habe tatsächlich über den Punkt, dass er sehr lang ist, der Name, also Jonathan Elias Weiske, schon öfter darüber nachgedacht. Und dann gab es eine Zeit, wo ich wirklich überlegt habe, ob ich das kürze, so als Künstlernamen. Und sozusagen das Weiske rausschneide, aber dann war es schon zu spät, weil einfach der war einfach schon Teil von dem Ganzen. Ne? Man hatte dann immer als Schauspieler, dass man dann mal auf die Post-Credit-Scenes angewiesen, also auf den Abspann oder auf die Verlinkungen auf irgendwelchen Seiten. Und wenn da der Name halt so schon drin steht, dann müsste man sagen, okay, ich nehme jetzt einen neuen Namen an, einen neuen Künstlernamen, aber dann gehe ich halt, dann entferne ich halt auch meine kompletten vorherigen Erfahrungen aus meiner vermeintlichen Vita, die jetzt irgendwo gelistet ist, weil das nicht mehr connected wird. So. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden, jetzt einfach meinen Namen so beibehalten. Vor allem dadurch, dass du ja so früh gestartet hast mit deiner Karriere, hat sich das ja relativ früh wahrscheinlich auch so manifestiert. Genau, das ist halt, ja, also das wäre nicht nur förderlich gewesen, glaube ich. Ja. Aber in der, ich muss gestehen, ich lese viel Fernsehzeitung und da standst du jetzt tatsächlich nur als Jonathan Weiske drin. Klar. Aber das ist, immer wenn man mich fragt, sage ich Jonathan Elias Weiske. Ja. Und im Abspann steht auch immer eigentlich Jonathan Elias Weiske. Aber klar, für viele Zeitschriften ist es natürlich ein Wort mehr. Und die tippen so oder so schon den ganzen Tag. Von daher wird es halt oft abgekürzt. Sparen sie sich das Wort. Genau. Okay. Die meisten nehmen den Zweitnamen halt auch nicht als essentiell an. Und wissen das halt auch nicht, von daher. Ich nehme das keinem übel. Jonathan Weiske ist genauso richtig wie Jonathan Elias Weiske. Man findet auf beiden Seiten alles, aber irgendwie hat sich mein Künstlername als Jonathan Elias Weiske etabliert. Ja. Okay. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, was für eine Person hinter dem Namen steckt. Genau. Ich bin gerade so stolz. Wow, das ist eine sehr gute Überleitung. Okay, ich muss mich kurz wieder sammeln. Stolz eingefangen. Du hast dich in dem Fall ja relativ jung dafür entschieden, Schauspieler zu werden oder bist da irgendwie so reingerutscht? Beides, ja. Beides irgendwie. Ja. Und spielst ja momentan auch in Falkenberg oder beziehungsweise läuft das gerade? Das läuft gerade, genau. Wir haben das tatsächlich vor 2 Jahren gedreht, ja. Echt? Wow. Ja, es manchmal dauert das, bis sowas rauskommt. Aha, okay. Cool. Gut zu wissen. Krass. Mhm. Und was sind denn so deine zukünftigen Projekte, die jetzt sehr am Herzen liegen? Vielleicht willst du die kurz erwähnen. Darfst du da schon drüber sprechen? Ja, das ist immer die Frage.
tatsächlich ist das schwierig. Also es gibt Richtungen, die schon so feststehen. Es ist bei allem, aufgrund dessen, dass es eine künstlerische Branche ist, weiß man immer nicht genau, was wie wirklich umgesetzt wird. Und man kann planen, nächste Woche mit dem Dreh anzufangen und der kann abgesagt werden. Also ich sag mal so, es sind Sachen in der Pipeline und es sind Sachen irgendwie da am Horizont irgendwo. Und ob sich das so umsetzt und wirklich alles so, sag ich mal, passiert, das weiß ich noch nicht zu 100%, aber es kommen auf jeden Fall schöne Sachen. Ich will sie jetzt noch nicht betiteln, weil ich habe dann immer das Gefühl, dann jinx ich das und dann klappt's nicht. Ist das so wie mit auf Holz klopfen, wenn man von etwas erzählt? Genau. Ist sich nicht ganz sicher. Und dann klopfst du lieber auf Holz oder man ja nicht. Genau. Weil das ist einfach so ein innerer Glaube. Es ist so wie man erzählt, man geht zum Casting und man erzählt es eigentlich noch keinem oder noch zumindest nicht vielen, einfach aufgrund dessen, dass das dann nicht funktioniert, wenn man das schon so herausposaunt und so, sondern erstmal für sich und dann gucken, wo es so hingeht. Das sind so, keine Ahnung, ob das bei allen so ist. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Deswegen versuche ich das immer so bedeckt wie möglich zu halten, bis es wirklich 100% ist und ich weiß, wir drehen jetzt schon oder da einfach so wenig wie möglich noch im Weg steht. Ja, das ist uns auch in dem Fall so ein bisschen deinen Karrieretipp live oder Lifehack mitgegeben. Zumindest einen so. Von wahrscheinlich 1000, ja. Ach, tatsächlich? Also klar. Hast du so verschiedene Tricks, die du durch dein Leben... Was heißt Tricks? Also Tricks würde ich es nicht nennen. Das ist eher, glaube ich, eine Einstellungssache. Also ich glaube, dass wenn du die richtige Einstellung in dir entwickelst, zu dir selbst und zu deinem Umfeld und zu dem, was du machen willst, dann werden viele Sachen oder viele Dinge, die vorher Konflikte waren oder Probleme für dich, gar keine mehr sein. Und damit wird dann auch natürlich die Entwicklung stattfinden. Und mit Entwicklung kommt im Idealfall auch nicht immer Erfolg. Jetzt nicht unbedingt materieller, aber sei es dein persönlicher Erfolg, beruflicher. Und das ist auch so das, was dich irgendwie so ein bisschen oben hält, weil du ja auch gesagt hast, es ist ein hartes Business, aber du machst es trotzdem, weiß Gott, wieso immer noch. Ja. Was hält dich denn so eigentlich drin im ganzen Filmgeschäft? Das ist eine spannende Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also ich liebe es einfach. Also das ist ein Gefühl. Genau, es ist ein Gefühl, das man gar nicht genau beschreiben kann. Ich konnte mir einfach noch nie vorstellen, was anderes zu machen. So klar, man macht andere Sachen nebenbei. Man entwickelt sich drumherum auch noch, weil ich glaube, so, ich könnte das nicht... Egal, wie erfolgreich man beim Schauspiel ist, du hast immer Pausen, du hast immer, sag ich mal, Ruhephasen. Das ist immer ein Phasengeschäft. Ne? Mal ist mehr zu tun, mal weniger. Und diese Pausen mit nichts zu füllen, das könnte ich nicht. Also ich bin kein Chiller. Ich muss mich irgendwie entwickeln. Ganz von abgesehen, dass ich glaube, dass es für Schauspiel auch nur hilfreich ist, wenn man sich auch noch drumherum entwickelt, weil umso besser kannst du dann die verschiedenen Rollen, die du irgendwie verkörpern sollst, auch wirklich darstellen. Mhm. Wenn du noch keine Erfahrung hast, irgendwie außerhalb dieses Schauspiellebens, dann wie sollst du einen Bürokaufmann oder was auch immer darstellen, verkörpern, wenn du überhaupt kein Gefühl dafür hast. Deswegen versuche ich mich schon immer drumherum zu entwickeln. Allerdings, es ist einmal das Gefühl, einfach, dass man, ich konnte mir nie was anderes physisch vorstellen zu tun, als mein Hauptjob, als meine Haupttätigkeit im Leben. Das war schon so, dass ich nämlich 6, 7, 8 war und ich wirklich mich jemand gefragt habe, was willst du machen, Schauspieler? Und es war einfach gar kein anderes Bild in meinem Kopf. Und ich habe das inzwischen, wenn man dann mal zurückguckt, kann man das, glaube ich, auch ganz gut auf physische Dinge zurückführen, warum dieses Gefühl gekommen ist oder warum das auch so süchtig machend ist, diese Schauspielbranche, und warum so viele da nicht mehr rauskommen, egal wie blöd es läuft oder warum man da so gefangen ist, blöd gesagt, so mental, ist einfach aufgrund dessen, dass du ein unfassbar intensives Leben hast. Ja. Aber das in alle Richtungen. Also du hast mal die unfassbar intensive Hochzeit, in der irgendwie alles toll läuft und die Leute wollen alle was von dir und du bist komplett in so einem Sog der Spannung drin. Und dann gibt es halt auch die unfassbar intensive negative Zeit, in der du nichts viel zu tun hast, in der du irgendwie alleine gelassen wirst, in der du hinterfragst, was tust du hier eigentlich, was ist das eigentlich und wie zahle ich Miete oder was auch immer. Mhm. Das ist ja der auch nächste große Punkt. Mhm. Also es jagt sich das hoch, das Negativ jagt das Positive und das Positive jagt das Negative. Das ist immer so ein Wechsel, egal wie gut es läuft. Für jeden, weil es ist ja auch immer im Verhältnis zu wo du stehst.
das eine Negative mag für den anderen das Hochsein. Ne? Das kann man ja nicht genau festlegen. Aber genau dieser Wechsel dauernd, der lässt sich immer intensiv spüren, was eigentlich gerade passiert in deinem Leben. Ja. Es kommt nie zu so einem Durchschnitt, wie es jetzt meinetwegen, zumindest von dem, was ich empfinde oft bei so einem 9-to-5-Job wäre, dass du weißt, was du am nächsten Tag tust, du hast so eine gewisse Sicherheit und viele Schauspieler würden das als was Schönes betiteln, allerdings, wenn sie das machen würden, würden sie es wahrscheinlich nicht so empfinden, weil du jedes Mal weißt, was schön ist und wenn du nicht weißt, was das negative Low ist, ja, was der Schauspieler einmal im Jahr spürt, Minimum, dann erst dann weißt du, wie fucking schön, sorry, dann alles gut. Erst dann weißt du, wie verdammt schön sich ein Hoch anfühlen kann, wenn du weißt, wie das unfassbare Negativ sich angefühlt hat. Ja. Und das hat man halt bei so einem künstlerischen Berufen, wie zum Beispiel Schauspiel oder Musik oder was auch immer man auf sich alleingestellt tut, hat man das halt am extremsten. Und wenn man das einmal erlebt hat für einen gewissen Zeitraum, das Negative wie auch das Hoch, dann fällt es ganz, ganz schwer, wieder auf den Durchschnitt zurückzugehen und so ein Durchschnittsgefühl von, oh, es ist irgendwie alles okay zu haben. Zudem man ja auch ganz oft nicht das Gefühl hat, dass die Leute mit diesem Durchschnittsjob, sage ich jetzt mal, die glücklichsten sind, oder? Das kommt ja auch noch dazu. Also ich würde sagen, das kann man nicht pauschalisieren, weil ich kenne auch wirklich Leute, die mögen das und da merke ich wirklich, die gehen da und auch auf. Aber ja, ganz, also definitiv würde ich sagen, dass eine Menge Leute, die dem noch nachgehen, damit nicht glücklich sind, aber aufgrund dieser vermeintlichen Sicherheit, die wir auch in unserer Gesellschaft immer irgendwie haben müssen, das dann trotzdem tun. Und sich auch gar nicht dessen bewusst sind, dass sie gar nicht so glücklich sind. Und dann mit Mitte 30 an so einer Midlife-Crisis, keine Ahnung. Aber da habt ihr definitiv recht. Also das kommt schon oft genug vor. Aber das macht das Ganze so süchtig machend, dass man irgendwie halt, ja. Das klingt tatsächlich auch einleuchtend. Also ich glaube, man kann die Frage tatsächlich nicht so einfach beantworten, aber... Nee, aber ich glaube, du hast gerade sehr, sehr viele gute Ansätze schon genannt. Es hört sich skurril an, aber also ich zelebriere inzwischen schon manchmal auch das Traurigsein. Zelebrieren ist irgendwie ein blödes Wort, aber so ich genieße das fast. Ja. Wenn ich weiß, oh, ich habe irgendwie gerade eine schwere Phase, dann fühlt sich das auch schwer an. Aber ich freue mich, also dann geht's mir, dann freue ich mich auf das nächste, weil egal wie minimal schön diese Zeit, die darauf kommt, nur wird, die mag gar nicht atemberaubend toll sein oder mag gar nichts Großes passieren. Aber es wird schon mal auf jeden Fall. Genau, besser, aber oder? Dieser Schritt nach oben von ganz, nicht von 0, sondern von minus 10 auf plus 1, ist halt 11 Schritte nach oben. Ja. Und diese 11 Schritte nach oben fühlen sich halt so großartig an, dass man das schon fast genießt, manchmal in diesen blöden Situationen zu sein. Ja, ich wollte fragen, was machst du denn überhaupt, wenn du mal keinen Dreh hast und einfach, was macht man da so als Schauspieler? Also man hat als Schauspieler, nimmt man mal die Drehtage als aktive Arbeitstage. Genau. Nicht so wirklich viele im Jahr. Also ich sag mal so, das ist auch wieder bei jedem anders. Bei mir sind es im Durchschnitt zwischen 40 und 50 also Drehtage. Okay. Was definitiv gut ist. Also ich bin damit sehr, sehr zufrieden und bin auch sehr dankbar, weil das ist ein Luxus. Aber wenn man das auf das Jahr berechnet, ne, 365 Tage, 66 Tage, ja. Genau, dann sieht man schnell, dass das ja, 300 weitere Tage sind, die irgendwie frei sind. Ja. Aber da kommt dann natürlich noch eine Menge anderes ins Spiel. Also ich würde sagen, das Schwerste ist gar nicht unbedingt die Arbeitstage beim Schauspiel, sondern halt, wie kommt man an diese Tage? Wie bekommt man überhaupt einen Drehtag, zwei Drehtage, drei Tage, ganz egal wie viele? Das ganze Prozedur, wahrscheinlich diese Casting-Situation. Und genau, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich überhaupt erstmal auch Text lernen, wie, sowas auf alles. Wie wird man, also auch für Castings muss man arbeiten, weil die müssen, Caster muss dich ja auch erstmal kennenlernen, Caster muss dich ja auch erstmal sehen und, sag ich mal, für passend empfinden oder für gut genug empfinden, dass er dich einlädt. Das sind alles Sachen, daran muss man sich halt eigenständig hinarbeiten. Ja. Da sagt ja auch keiner, so und so wird's gemacht, dafür gibt's auch keine Regel. Also ich habe die verrücktesten Sachen miterlebt von Sachen, wo ich sagen würde, ey, das funktioniert nicht, kannst vergessen, brauchst du gar nicht machen. Aber es funktioniert dann ab und an. So ein Beispiel vielleicht? Ich wollte auch gerade fragen. Also inzwischen ist ja mit Instagram und also Facebook ist ja auch schon wieder out, aber so Instagram ist ja einfach so die Werbeplattform für uns Künstler, für jeden inzwischen, aber auch vor allem für Künstler und für Schauspieler,
Und es hat einfach die Website, wie man sie kannte, so ein bisschen ersetzt. Man hat jetzt eine Agenturseite, man hat die ganzen Profile auf den ganzen Datenbanken im Netz, sei es Filmmakers, Schauspieler, Videos etc. Und dann hat man Instagram, wo man sich so präsentiert, noch ein bisschen eigenen Einblick. Und vor, ich weiß gar nicht, wann das war, vor, ich glaube, einem Jahr oder zwei Jahren, hat mich ein Kollege und Freund, der noch nicht so viel gemacht hat bis dahin, gefragt, ja, soll ich mir eigentlich eine Website machen? Ich will mir eine Website machen. Ich habe da jetzt so einen Typen engagiert, ich zahle ihm auch und so. Und dann meinte ich so, du, gib doch jetzt kein Geld für eine Website aus. Das macht nicht so viel Sinn. Webseiten sind wirklich, also ich habe noch nie den Sinn einer Website verstanden. Das mag in der vergangenen Zeit bestimmt seinen Sinn gehabt haben. Aber für mich in dem Moment, als er mir das gesagt hat, war es komplett unverständlich. Also es macht keinen Sinn. Ja. Such dir eine Agentur, er hat auch keine Agentur. Such dir eine Agentur, lad deine Sachen auf den Profilen hoch, auf den verschiedenen und pfleg dein Instagram. So. Aber ich habe das wirklich nicht verstanden. Er hat es dann trotzdem durchgezogen. Aha. Und einen Monat später ruft er mir an, ja, ich habe jetzt eine durchgehende Rolle bei einer Serie. Ich so, du hast eine Agentur jetzt? Nee, ich habe keine Agentur. Ich so, wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Ja, über meine Website. Wow. So, das wow. hat funktioniert? Im Leben hätte ich das nicht erwartet. So, und das habe ich auch noch nie vorher gehört. Und hättest du die größten Spezialisten gefragt, die hätten gesagt, na, brauchst du eher nichts, wirklich passiert nie was drauf oder so, oder ganz, ganz selten, aber zumindest kein Job. So, vielleicht mal eine Shooting-Anfrage. So. Aber das hat mir halt gezeigt, ey, wow, es gibt halt keine Regel. Es gibt keine Regel, du kannst nichts pauschalisieren. Du musst alles machen, was du machen kannst. Und wenn du 99% nicht in der Hand hast und 1% hast du in der Hand, sei es dann mit Instagram, bla, und einer Website, dann nutzt diese 1%, die du in der Hand hast, zu 100% aus. Mhm. Und da habe ich auch draus gelernt. Ich habe mir noch keine Website gemacht, aber, ich würde keinem mehr sagen, der mich jetzt fragt, soll ich eine Website machen oder nicht, sagen, es macht überhaupt keinen Sinn. Also ich sage, mach's. Vielleicht. Es kann was passieren. Es gibt dafür keine Regel. You never know, aber bleib spannend. Genau. Es ist ja auch gleich, du könntest genauso gut auf der Straße einfach angesprochen werden, so nach dem Motto, hey, du passt voll gut in das Rollenbild oder das so. Das ist auch schon passiert. Also bei mir noch nicht, aber ich habe es mitbekommen. Ugur, ein Freund von mir, mit dem ich allein die Zeit gedreht habe. Er wird eigentlich Ur ausgesprochen. Okay. Ekaroglu. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Uwe. der hat jahrelang in der Serie Allein in die Zeit mitgespielt und dann auch im Kinofilm, wo wir uns noch kennengelernt haben. Und er wurde auf der Straße angesprochen. Ich glaube, auf einem Markt, wenn ich mich richtig erinnere oder so. Ist wirklich die Produzentin auf ihn zugegangen und hat gesagt, du wärst der perfekte Junge. Oh mein Gott. Dann ist er zum Casting noch die Rolle bekommen. Ja. Was für ein Glück. Ja. Ja, wirklich, manchmal muss man einfach so Glück haben. Genau, aber ist es dann halt aber auch wirklich so dieses, du musst das Glück auch manchmal selbst kreieren. Mhm. Bei ihm war es jetzt wirklich ein, sage ich mal, glücklicher Zufall, aber auch dieses Glück mit der Website, dass jemand dann zum richtigen Zeitpunkt auf diese Website geklickt hat und sich gedacht hat, ja, passt. Ja. Hätte er die Website nicht hochgeladen, dann aktiviert, dann hätte er dieses Glück gar nicht nutzen können. Ja. Also es ist wirklich so ein, es ist ein Geben und Nehmen von Glück, von Glück kreieren und Glück bekommen. Ja. Das kommt beides komplett mit ein. Ich habe wieder vergessen, was die Ausgangsfrage war. Die Ausgangsfrage war, was dich am Schauspiel hält, aber die hast du eigentlich Wir schon beantwortet. Die hatten wir schon beantwortet. Dann hast du noch irgendwas gefragt, glaube ich. Ich habe es vergessen. Perfekt. Auf mein Haus. Ey. Aber es war auf jeden Fall Deep Talk und wir können auf jeden Fall was damit anfangen. Doch, ich weiß es wieder. Es war, was du als Schauspieler in der Zeit zwischen diesen Hochzeiten machst. Genau. Ah ja, genau. Wow, da bin ich aber wirklich weit abgekommen. Unfassbar. Aber wir hatten dann noch nach irgendeinem Beispiel gefragt. Deshalb stimmt, wir haben es da gelandet. Genau, wir haben es auch herausgefordert in dem Sinn. Aber es passt ja total, weil ich denke, unsere Hörer interessiert das auch voll so. Wie hast du entdeckt? Wir haben da total viele Punkte plötzlich abgehakt. Genau. Ja, bei mir war es ja auch ein glücklicher Zufall. Ich komme gleich auf die Frage zurück, aber jetzt denke ich da noch mal kurz ein. Mein Vater war auch Schauspieler, vor langer, langer Zeit. Der ist jetzt Fotograf. Ist Fotograf, genau. Und der hat bei einer Serie mitgespielt. Ich
bin mir nicht mehr sicher, wo wir die gedreht haben oder wo die gedreht wurde. Auf jeden Fall gab es da eine Episodenrolle von einem 5-jährigen Jungen. Und ich war mit am Set einfach fast jeden Tag, einfach weil dessen ich noch 5 war und irgendwie ja, nichts anderes zu tun hatte, ja. Noch nicht in der Schule war. Und dann ist dieser Junge, der eigentlich diese Episodenrolle hatte, am Tag ausgefallen, ist krank geworden. Und dann lief ich da halt so, bin ich so durch die Gänge gestreunert in diesem Filmstudio und auf einmal kommt die Casterin auf mich zugerannt und guckt mich nur so mit großen Augen an. Du bist perfekt! Dich nehme ich mit! Und dann, kurz meine Eltern gefragt. Ja. Ich habe gesagt, ja, bitte, gerne. Und dann wurde ich ins Kostüm gesteckt und habe den Tag da gedreht. Und dann, cool. Das war mein erstes Mal. Und am nächsten Tag bin ich zu meinem Vater hingelaufen und habe gesagt, nee, ich gehe heute nicht in die Kita. Ich will wieder ans Set. Ich will wieder drehen. Das hat natürlich nicht ganz funktioniert. Aber seitdem ist so dieser Gedanke in mir nicht mehr weggegangen, dass ich das irgendwie ganz, dass ich nichts anderes machen möchte. Ah, ja, cool, auf jeden Fall. Wäre auch so ein Zufall. Aber glaubst du auch so ein bisschen an Karma dann in dem Fall? Total. Also, total. Also ich glaube, dass wenn jeder Mensch offen suchen würde nach dem, was er tun möchte, dann würde er das auch finden. Okay. In dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, in der ein Leben voller Suche kein wertvolles wäre, einfach aufgrund dessen, dass wir vielleicht nicht viel Geld verdienen, nicht viel haben, nicht viel physisch Dinge, nicht viel Materielles, tun die meisten das halt einfach nicht mehr. Mhm. Und gehen nach dem Studium direkt in den sicheren Job rein, den sie vielleicht gar nicht wirklich mögen, wo sie eigentlich schon wissen, ey, das wird mich nicht erfüllen, einfach aufgrund dessen, dass sie, dass die Gesellschaft ihnen sagt oder vermittelt, dass das der bessere Weg ist, als das ganze Leben nach dem zu suchen, was man liebt. Selbst wenn man es nie findet. Ich glaube, dass die Suche nach dem, was man liebt, mit der Hoffnung auf das Finden dieser Liebe immer das Schönere und das innerliche, erfüllerende Leben ist, als aufzuhören zu suchen und sich mit etwas zufrieden zu geben, was einen irgendwie nicht glücklich macht. Das ist wirklich, das ist voll schön auch. Ja. Das ist ja so ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Und ja, nee, genau. Ja. Also, total. Das glaube ich wirklich aus tiefstem Herzen. Aber so. Das hört man auch gar nicht so oft, dass Leute, dass Leute diese Einstellung haben wie du, glaube ich. Also ganz, ich glaube, sehr viele Menschen haben einfach nicht die Kreativität, so außerhalb ihrer vier Wände oder ihrer Mauern zu denken. Und wir haben das auch schon mal angesprochen im Podcast, wie gut es einfach tun würde, wenn die Leute sich mehr kreativ auch an Probleme heranwagen würden oder außerhalb der Box versuchen würden zu denken, auch was das betrifft, was sie machen möchten. Also zum Beispiel Christina und ich, wir haben immer irgendwie so diesen Drang, auf unkonventionelle Art und Weise Geld zu verdienen, auch wenn es vielleicht gar nicht mal ja, oder so einfach schlau wirkt so im ersten Moment. Ja, nicht mal unbedingt Geld zu... Oh Gott, das klingt ja jetzt richtig furchtbar, Sophia. Ja, aber nicht mal unbedingt Geld zu verdienen, aber einfach mal was zu erleben oder so. Also ich meine, ich bin ab und zu bei Filmpremieren unterwegs. Da haben wir uns ja jetzt letztens auch gesehen. Ab und zu. Okay, vielleicht auch ein bisschen öfter mal. Nee, aber das sind ja jetzt auch Sachen. Das macht jetzt nicht jeder 20-Jährige. Und dass wir einen Podcast machen, ist ja auch schon was Ungewöhnliches. Und das waren einfach Dinge, das hat sich mal so ergeben, dann hat man es genutzt und jetzt ist man ganz froh darüber. Aber wie ergibt sich sowas dann einfach so? Es kommt ja nicht aus dem... Es ist ja keiner zu euch gegangen und hat gesagt, das macht ihr jetzt, sondern ihr seid da selbst drauf gekommen. Man muss wirklich rein investieren, weil... Und das ist halt das, was man auch... was man bei jedem künstlerischen oder bei jedem selbstständigen Beruf irgendwie verstehen muss, dass man erstmal immer investieren muss in seine Ideen und geben muss, bevor man irgendwas zurückbekommt und nehmen kann. Aber am Ende lohnt sich das und es kommt auch nicht, also du hast es gerade so gesagt, auf unkonventionelle Art und Weise Geld verdienen, das stimmt vollkommen, weil ich glaube, das ist natürlich das Ziel am Ende immer, dass man mit dem, was man dann auch tut und liebt, auch irgendwie davon leben kann. Mhm. Aber es beginnt ja nicht mit der, also wenn man was aus Geldgründen tut, dann würde man das ja gar nicht tun. Dann würde man ja immer den sicheren Weg gehen und irgendwie weiß, dann würde man zu dem Bewerbungsgespräch gehen, wo man weiß, da steht draußen schon an der Tür dran, wenn du dieses Gespräch erfolgreich beendest, dann hast du 2000 netto auf deinem Konto. Klar. So, wenn man auf unkonventionelle Art und Weise Geld verdienen will, dann ist es eigentlich immer nur eine Suche nach
ich will etwas kreieren, irgendwas auf eine andere Art und Weise und im Idealfall so gut darin werden, dass die Leute am Ende das so wertschätzen, dass sie mich dafür bezahlen. Ja. Ja. Punkt. Da sind wir ja gerade auf dem Weg zu, sozusagen. Ja, genau. Ich glaube, das ist aber, ja. Das ja, sind wir alle hier. Ich auch. Genau. Denke ich so, na klar, ne? Definitiv. Es wird ja auch nicht leichter. Die Umstände, sage ich mal, mit so einem Freigeist-Denken und Freigeist-Tun, das heißt jetzt Podcast oder auch Schauspiel, konstant Geld zu verdienen und irgendwie zu leben, wird nicht leichter. Einfach aufgrund dessen System sich drumherum halt immer mehr auf Kapitalismus und Sicherheit konzentriert und das irgendwie so ein bisschen beiseite schiebt. Also, aber hast du schon das Gefühl, dass der Fokus mehr dahin geht und nicht umgekehrt, dass man mehr wieder zu diesem Freieren hingeht, aber dass es dadurch eben mehr Leute gibt, die sich quasi dafür interessieren? Ich bin mir da auch nicht so sicher. Also ich frage mich, ob wir jetzt davon reden können, weil wir halt gerade in so einer Umgebung aufwachsen. Genau, das ist nämlich das Ausschlaggebende. Das habe ich auch vor kurzem gemerkt. Also ich war auch so, wow, ja, wir werden ja alle immer bewusster, sei es Umwelt oder sei es einfach das Bewusstsein für uns selbst, was irgendwie immer stärker wird und wie einfach eine stärkere mentale Ebene zu unserem Umfeld und zu uns selbst bekommen. Aber dann ist mir halt wirklich aufgefallen, dass das, ich habe dann ganz irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo genau das durchkam, aber mir ist dann aufgefallen, dass ich das nur sage oder sagen kann, weil mein Umfeld dem halt entspricht. Hm. Aber das ist natürlich auch logisch, wenn mir das wichtig ist, dann umgebe ich mich auch einfach nur ganz aktiv mit Leuten, denen das auch wichtig ist oder die ebenfalls so ticken, mit denen ich mich unterhalten kann, wo irgendwie eine Wellenlinie ist, eine Wellenlänge und irgendwie so eine Sympathie. Und Sympathie sind ja immer die Gemeinsamkeiten, die man hat. Die Menge der Gemeinsamkeiten ist Sympathie. Und wenn man überhaupt keine Sympathie hat, dann vielleicht gar nicht aktiv, vielleicht eher sogar passiv, weil man das auch spürt, das ist auch eine Ausstrahlung, beschäftigt man sich mit den Menschen gar nicht so. Und deswegen können wir dann auch sagen, ja, irgendwie fühlt sich alles so entwickelt an und wir werden alle besser. Aber es gibt einen Grund, warum Trump gewählt wurde. Hm. Ich war in L.A., als er gewählt wurde. Oh, krass. Und da hat das gar keiner geglaubt. Du warst in L.A. und du warst der Meinung, Trump kann nicht gewählt werden. Ganz Amerika will Trump nicht. Ja. Aber es war halt einfach nur L.A. und New York. Es waren diese großen Städte, in der halt Kreativität und Freigeist sehr, sehr hoch angesiedelt ist und einfach sehr wichtig. Und da sind die Menschen, haben mehr getickt wie ich und wie wir. Und da konntest du das gar nicht fassen. Die Menschen haben es nicht gefasst. Das war unfassbar. Ja. aber der Großteil des Landes und der Großteil der Welt, würde ich jetzt mal so behaupten, entspricht halt nicht unbedingt dem Umfeld, in dem wir uns gerade befinden. Wir wohnen ja auch in einer Großstadt, Berlin, eine der kreativsten Städte, die es so gibt in Europa. Geht mal aufs Land und ja. Geht mal nach Österreich, dann bist ihr bescheiden. Ja, ich komme. Nee, aber wir leben schon in so einer kleinen Blase hier. Ja, das ist das definitiv stimmt. Der Fall. Nee, ich komme halt auch aus einer kleinen Stadt und ich merke da allein, also aus Niedersachsen, und ich merke da allein auch den Unterschied jetzt zum großen Berlin. Ja. Und ja, klar, allein was man hier so für Möglichkeiten hat, was man für Leute trifft und ja, in Nordheim hat dann halt gefühlt jeder Zweite seinen 9-to-5-Job und ist damit glücklich, aber ja. Es ist einfach der richtige Weg laut Gesellschaft. Ja. Apropos Systemchanger. Du bist deiner Meinung, dass es auch ein bisschen dass sich auch was ändern sollte im Thema Klima, Umgang. Auf umweltpolitischer Ebene quasi, ne? Du hast gesagt, du bist sehr grün eingestellt. Yeah. Wieso ist dir dieses Thema so wichtig? Es ist eine dumme Frage, weil wir wissen alle, weshalb es wichtig ist. Aber vielleicht nochmal deinen persönlichen Bezug dazu. Mir persönlich ist es sehr, sehr wichtig, weil ich schon immer sehr naturgebunden war. Das kommt aus familiären Gründen. Ich habe mit meiner Mutter mal ein Jahr in Thailand gelebt, als ich noch sehr klein war, in so einem Bungalow-Hütchen, in der Hängematte schlafend. also schon
sehr, sehr früh bin ich in Berührung gekommen mit der Natur und dem rustikalen Leben, will ich es mal nennen. Also wenig haben, aber dafür trotzdem irgendwie reich leben, wenn das Sinn macht. Das habe ich einfach schon sehr früh erfahren dürfen. Oder wir waren auch immer sehr, sehr oft auf Rügen. Und ich habe dadurch einfach schon so eine Nähe und Liebe gegenüber der Natur sehr, sehr früh gehabt und gespürt. Und innerhalb der letzten, ich würde sagen, so anderthalb, zwei Jahre hat sich das halt manifestiert mit wirklich expliziten Gedanken, wie verändert sich die Natur gerade. Ich habe auch mehr verstanden, was so Klimanotstand anging und so. Und der prekären Situation, in der wir uns einfach befinden, dass einfach, wenn sich die nächsten vier, fünf Jahre nichts verändert, wir einfach sterben. Ja. Also die menschliche Rasse und alle anderen Tierarten und die Welt an sich. Und als ich das irgendwie gecheckt habe, war ich halt so, ja gut, was haben wir eigentlich für eine Wahl? Also jetzt ändern oder halt sterben. Ja. Perfekt. Dann haben wir eigentlich keine Wahl, dann müssen wir uns jetzt ändern. Und ganz mal abgesehen, dass ich das so oder so vom Gefühl her wollte, dass es der Welt besser geht, als das, was wir daraus machen. Mhm. Aber mit diesem Gedanken, das ist irgendwie so ganz oder gar nicht, also es gibt eigentlich keinen Ausweg, es gibt keinen Umweg, außer jetzt Veränderungen hervorzurufen, hat sich dann, sage ich mal, diese grüne Ader, diese öffentliche grüne Ader, dass ich das auch rausspreche und irgendwie verändern möchte und dass ich da irgendwie meinen Einfluss drauf haben möchte, da hat sich das sozusagen manifestiert. Ich bin aber generell der Meinung, ich weiß nicht, das hat sich so in den letzten Monaten hat sich das wirklich so herauskristallisiert, weil das meines Erachtens einer der größten Punkte ist, warum wir diese Welt kaputt machen oder was auch einfach die Lösung wäre für alles, ist, dass wir aufgrund unserer Entwicklung in der Industrialisierung, vor allem so seit der Industrialisierung, seitdem es das gibt, bis dahin haben wir uns auch schon immer entwickelt. Wir haben Städte gebaut, wir haben uns vermehrt, wir haben Systeme entwickelt. Aber bis dorthin hatten wir keinen Einfluss auf die Natur. Mhm. Zumindest nicht zu dem Punkt, dass wir sie irreversibel verändert haben. Mhm. So, einfach aufgrund dessen, dass das, was wir hatten, nicht mächtig genug war. Und seitdem die Industrialisierung da ist oder da, sage ich mal, aufgekommen ist, haben wir mit unseren Veränderungen auch die Natur verändert. Mhm. Sei es Arten, die aussterben, komplette Flussteile, Seen, die wir irgendwie verlegen. Also alle möglichen Sachen. Die Industrialisierung hat einfach direkten Einfluss auf die Natur. So. In allen möglichen Punkten. Ich bin der Meinung, dadurch verändern wir nicht nur die Natur, sondern wir verlernen auch, dass wir Natur sind. So, wir haben in den letzten 200 Jahren einfach vergessen oder haben wir uns immer weiter davon hinwegentwickelt, dass wir Teil der Natur sind. Wir bauen uns Städte, indem wir dann künstliche Parks anlegen, um noch diesen Touch zur Natur zu haben. Oh, wir betreten jetzt Natur. Aber sonst sind wir der Meinung, dass wir irgendwie, ja, einfach independent sind, unabhängig von der Natur. Aufgrund unseres Lebensstils, dass wir auch irgendwie keine Spinnen in unseren Häusern haben wollen. Wir schotten uns komplett ab. Und dadurch halt vergessen, wer wir eigentlich sind oder was wir eigentlich sind. Wo wir herkommen. Und genau, und ich glaube, dass wenn man die junge Generation, die noch jünger ist als unsere jetzt, ja, fragen würde, weil wir sind ja noch, ich will jetzt gar nicht bewerten oder so, aber wir sind ja trotz alledem, ich habe damals noch im Park gespielt und bin irgendwie durch die Wälder gerannt und habe was auch immer. Auf Bäume geklettert. Genau, ja. Und das passiert ja heutzutage noch weniger als damals schon. Und ich glaube, dass wenn man die junge Generation, die jetzt gerade so aufwächst, fragen würde, ob wir Natur sind, könnten sie es gar nicht mehr genau beantworten. Einfach, weil sie diesen Bezug dazu so verloren haben. Und das ist das Tückische, weil ich glaube, die meisten sehen die Essentialität nicht, dass Natur überlebt, weil wir glauben, ja, wenn die Natur stirbt, leben wir ja trotzdem weiter, ne? Und das wird nicht funktionieren. Genau, und das funktioniert halt einfach nicht. Wir sind halt einfach Natur. Wir können uns so sehr davon abschotten und so sehr darum rumbauen, wie wir wollen. Wenn die Natur weg ist, sind wir auch weg. Fakt, Punkt. Da können wir uns so weiterentwickeln, wie wir wollen. Es wird nicht funktionieren. Und da müssen wir wieder zurückfinden zu dem, was wir eigentlich sind, und zwar Natur. Wir müssen einfach zu der Natur zurückfinden.
Und es beginnt halt jetzt bei uns, in unserer Generation und in den Generationen, die noch kommt, einfach mit einer Einstellung, dass wir einfach uns entscheiden, der Natur näher zu sein. Und vielleicht haben wir dann noch die Chance, das alles irgendwie zu beseitigen. Ja, wir hoffen das auf jeden Fall. Also man hat ja auch jetzt gerade Greta wieder mal angegriffen, auch von der französischen Seite her, dass sie halt so viel Angst mache anscheinend machen würde. Naja, aber sie weist ja tatsächlich nur auf einen Missstand hin, der tatsächlich da ist. Genau, sie hat auch selber gesagt, das ist nicht das, was sie will. Sie ist hier nicht da, um sozusagen deren Arbeit zu machen, oder sondern sie will einfach nur die Leute, die die Macht haben, etwas zu tun, darauf hinweisen, dass die etwas tun sollen. Und es ist einfach richtig, Angst zu machen in der Situation, in der wir uns befinden. Ja. Also wenn du mit dem Strick um Hals auf dem Stuhl stehst und gleich tritt jemand den Stuhl weg, dann solltest du auch Angst haben. Und genau da befinden wir uns. Und die Menschen sehen halt den Strick um ihren Hals nicht. Die Menschen sehen den Stuhl nicht. Und die Menschen sehen auch nicht den Fuß, der den gleich wegtritt. Ja. Und da weist ja auch keiner darauf hin. Einfach aufgrund dessen, dass die Leute, die treten, sind die Leute, die momentan in der Machtposition sind. Und die Greta ja auch angreift. Das sind einfach die Menschen, die entscheiden, ob der Stuhl kippt oder nicht. Und die wollen natürlich nicht, dass sich irgendwas ändert. Obwohl dass ja auch das Skurril ist, die Menschen, die treten, selbst einen Strick um den Hals haben. Genau. Aber das ist dieses klassische Denken des Menschen. Ich fühle mich momentan wohl. Ich bin momentan in einer schönen, tollen Situation und die will ich nicht missen, aufgrund dessen, dass in Zukunft irgendwas passieren kann. Gut, jetzt wissen wir natürlich, dass die Lage sehr schwierig ist. Aber hast du persönlich ein paar Tipps, die du da raus schauten willst in die Welt? Ja, wie man sich noch mehr engagieren kann, noch mehr für die Umwelt. Als Privatperson oder vielleicht auch, sobald du eine gewisse öffentliche Reichweite hast? Also man kann natürlich immer physische Dinge machen, sei es an Strom sparen, man kann auf das Auto verzichten, man kann Wasser sparen. Also es gibt natürlich diese klassischen physischen Dinge. Ich glaube, die haben jetzt alle schon ganz, ganz oft gehört. Ja. Und die kann ich natürlich auch nur jedem empfehlen, dass man einfach Dinge nicht im Überfluss nutzt, nur weil man es hat. Aber ich glaube, das, was ich jedem ans Herz legen würde, ist halt, weil ich glaube, wir tun Dinge nur physisch auf Dauer und nicht nur aus Trend heraus oder weil uns das gerade irgendjemand sagt. Du tun wir Sachen nur wirklich, wenn wir wissen, warum. Und das würde ich eigentlich jemand ans Herz legen, ist, dass ihr rausfindet, warum ihr jetzt gerne was tun würdet für die Umwelt. Und das findet ihr nicht, weil ich das sage oder weil Greta irgendwas sagt, sondern das findet ihr nur, wenn ihr euch damit selbst beschäftigt, vielleicht einfach mal reisen geht oder einfach mal nach Brandenburg fahrt. Also, so doof sich das anhört, aber wir haben hier in Berlin oder in irgendwelchen Großstädten so wenig Bezug zu einer echten und atemberaubenden Natur. Ich war ein Jahr in Neuseeland. Wenn man ein Jahr in Neuseeland verbringt, dann kann man sich gar nicht vorstellen, mit Absicht Natur zu zerstören. Verrodungen oder das ist gar nicht mehr in meinem gedanklichen Repertoire drin, weil einfach ich so berührt war von dem, was ich da gesehen habe, von dieser Natur, von dieser Wildnis. Und ich glaube, das muss man in sich finden. Man muss einfach rausfinden, warum man die Natur retten will. Ja. Und das mag alles möglich sein. Das mögen die Tiere sein, die täglich aussterben, die Arten. Das mag der Ozean sein, der durch Plastik komplett vermüllt wird. Das mag Gebirgszüge sein, Landschaften. Das kann alles für einen sein. Das mag die Luft sein, die man nicht mehr atmen kann in der Stadt, weil sie so dreckig ist. Das Wasser, was irgendwie in Bächen schon dreckiger ist als als, keine Ahnung, Pfützen. Aber genau, also man muss physische Dinge tun, damit die Welt nicht untergeht. Aber ihr müsst vor allem rausfinden, warum ihr diese physischen Dinge tun wollt. Weil dann tut ihr sie auf Dauer auch wirklich. Und dann gebt ihr diese auch weiter und berührt vielleicht andere Menschen. Und das ist das, was ich versuche auch zu tun, um auf die Frage nochmal genau zurückzukommen. Also ich habe keine riesige Reichweite auf Instagram, aber ich habe eine gewisse und ich glaube, jede kleine Reichweite bringt da schon was, dass man einfach diese
Sachen, die man für sich rausgefunden hat, wo man irgendwie feststellt, ey, die sind mir wichtig, dass man die auch in die Welt trägt. Erstens, weil man was erreichen will, aber auch zweitens, weil ich mich schämen würde, wenn ich das nicht tun würde, weil ich wüsste, ich habe so eine Macht und ich habe so eine Möglichkeiten und ich kenne auch genügend, die diese Reichweiten auf Instagram komplett, ich will mal sagen, verhunzen durch einfach Sachen, die im Leben nicht wichtig sind, materialistische Dinge etc. 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 Make-up. Ja, ein großer Punkt. Sondern dass man diese Reichweite kann man ja gerne auch dafür nutzen. Man muss ja auch trotzdem noch sein Leben finanzieren, um dann wieder, ne, man muss ja auch, also ich bin da wirklich der Meinung, ich mache ja trotz alledem noch Instagram, ich mache ja trotz alledem noch Dinge, die im System, sage ich mal, nicht unbedingt dementsprechend, was jetzt grün ist oder was auch immer, ich nenne das Kompromisse, um verändern zu können. Weil würde ich mich jetzt komplett von allem entfernen, würde ich Instagram löschen, würde ich aus dieser Stadt rausziehen, würde ich alles ablegen, was ich so habe und komplett grün werden, da bin ich halt raus. Ja. Und mit vom Außen, außerhalb des Systems kann man nichts verändern. Dann schlägt man, kann man so doll dagegen schlagen, wie man will. Man kann das System anbrüllen. Dich wird keiner mehr ernst nehmen. Und das war auch ein Grund, warum ich lange Zeit zum Beispiel Veganer gar nicht ernst genommen habe, weil es, bevor es jetzt, sage ich mal, so ein Mainstream-Trend geworden ist, wie es momentan einfach der Fall ist, waren es oft Menschen, die einfach socially awkward waren, die man, also so, ich rede wirklich von vor 10, 20 Jahren, mit denen ich ja schon zu tun hatte, aufgrund meines Familienhintergrundes, mit einer Mutter, die einfach sehr, sehr viele solche Leute kannte, die einfach nicht gesund wirkten, die komisch waren, einfach von ihrer Art und Weise, die einfach überhaupt nicht Teil des Systems waren. Und dadurch, das will ich gar nicht bewerten oder was auch immer, aber erreichen sie natürlich auch keine in dem System, weil sie gar nicht irgendwie, gar nicht, dem wird gar nicht zugehört. Die sind einfach nicht nahbar. Und man entfernt sich eher davon. Und da habe ich jetzt für mich entschieden, damit ich irgendwas erreichen kann, muss ich trotz allem noch Teil davon sein. Ich muss irgendwie noch zumindest so nahbar sein, dass die Menschen mich verstehen und mir zuhören wollen. Und genau, das versuche ich einfach hinzubekommen, irgendwie diese Gratwanderung zwischen, ey, was mache ich nicht und was sage ich raus und genau, und das ist gar nicht immer so leicht, aber ich glaube, wenn jeder Influencer oder jeder, der irgendwie eine Reichweite hat, oder sei es auch nur im eigenen Umfeld, gar nicht ein Influencer, so ab und an einfach mal wieder für Bewegung sorgt und für einen Aufruf sorgt, dann wären wir schon so viel weiter. Also einfach vielleicht einen Post mal für so viel plastikfreie Alternativen werben und dann kannst du wieder dein Zeug machen, so nach dem Motto genau. Ein bisschen. So viel für sich, für dich richtig anfühlt. Und deswegen auch nochmal das finden, warum man was verändern möchte. Dann tut man es halt automatisch. Dann ist es auch gar nicht mehr schwierig oder eine Überwindung, irgendwas zu machen. Wenn du weißt, warum, dann machst du es und dann, ja. Und du hast das Thema Plastik ja schon angesprochen. So bin ich überhaupt erst auf dein Profil gestoßen, weil du bei Lukas Reimer verlinkt warst. Genau, und ihr engagiert euch ja, glaube ich, eben gegen dieses Plastikgedöns, sage ich jetzt einfach mal. Also ihr seid ja wirklich da aktiv und erreicht auch Leute und sagt ja, wie schlecht Plastik ist und so weiter. Das finde ich schon mal mega, mega gut. Und also da habe ich selbst auch gesehen, dass ihr eben Reichweite habt und dass es auch wirklich was bringt. Ja. Ja, genau. Also das hat gestartet mit einer Aktion von der Umwelthilfe. Mhm. Das nannte sich Hashtag Verpackungswahnsinn, passend zu Instagram. Und da konnte man sozusagen, haben wir aufgerufen, die Gesellschaft aufgerufen, die verrücktesten Verpackungen zu fotografieren, festzuhalten und dann einzusenden oder mit Verlinkung halt Umwelthilfe zur Verfügung zu stellen. Ja. Und da wird jetzt gerade momentan, das können auch alle mal machen, gibt es 6 Nominierte dieser verrücktesten Verpackungen. Und aus diesen Nominierten wird jetzt eine sozusagen gewählt. Das ist dann sozusagen die Gewinner der verrücktesten Verpackung. Und die werden dann angeschrieben. Und der Hersteller wird dann angeschrieben. Und dann wird dem auf den Grund gegangen, warum das so eine verrückte Verpackung ist, warum das so nötig ist, dieses 6-fach, 7-fache Plastik, was da einfach immer Bestand ist, und versucht, das zu ändern.
Und genau, es ist einfach nur ein Zeichen, dass sich was ändern muss, weil Plastik ist einfach, verschwindet von dieser Welt nicht und wir produzieren und produzieren nach und irgendwann gibt es auch für uns keinen Raum mehr, wenn es so weitergeht. Da gibt es nur noch Raum für Wall-E. Genau. Genau. Der Letzte räumt die Erde auf. Exakt. Okay, das waren jetzt alles ziemlich harte und tiefe Themen. Das stimmt, genau. Und ich weiß, irgendwo habe ich auch wieder meinen roten Faden verloren und ich wollte noch eine Sache sagen und ich suche gerade in meinem Kopf die ganze Zeit danach, aber ich finde es nicht mehr. Ha. Ja. Vielleicht fällt es ja nochmal ein. Vielleicht fällt es mir noch ein. Genau. Wenn es dir einfällt, ruf einfach. Dann rufe ich einfach ein. Dann komme ich nochmal so, hey, da war noch was. Ja. Machen wir so, genau. Aber ich habe auch noch eine Frage. Und zwar, jetzt haben wir doch einige Zukunftsperspektiven auf den Tisch geknallt. Aber was gibt es bei dir persönlich, wo du auf jeden Fall noch in Zukunft machen möchtest? Oder gibt es da irgendeine Sache, wo du sagst, boah, das wirst du unbedingt noch erleben? Hm. Das hat sich sehr geändert in der letzten Zeit tatsächlich. Ich werde immer glücklicher mit dem Gedanken, irgendwann einfach nicht alles aufzugeben, aber zumindest so zeitweise, teilweise zurückzulassen. Und ich war, wie gesagt, sehr, sehr lange in Neuseeland und habe mich in dieses Land halt einfach wirklich verliebt. Und in so viele andere Länder auch, in denen ich schon sein durfte. Und finde den Gedanken irgendwie, mir irgendwann einen Wohnwagen zu kaufen und die Welt zu bereisen oder zumindest Neuseeland zu bereisen oder einfach schöne Orte, an denen ich noch nicht war und dort einfach an einem Strand zu wohnen dann und kein Internet, kein Handy zu haben, so erfüllend und befreiend, dass ich glaube, dass ich das irgendwann tun werde. Das ist tatsächlich so das, was ich momentan antworten würde. Und es war mal anders. Es war mal, ja, ich will das Berufliche schaffen und ich will das mal haben und dies mal haben. Aber das ist nicht mehr der Fall. Und ich glaube, das war der Punkt von vorhin. Sehr schön. Es gibt ein echt tolles Buch, das heißt Haben oder Sein von Erich Fromm. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich ausschlaggebend für alle unsere Probleme und könnte alle unsere Probleme lösen, wenn jeder dieses Buch lesen würde und verinnerlichen würde und verstehen würde. Und es ist witzig, weil ich habe das zweimal jetzt gelesen. Einmal mit 16 und einmal jetzt. Und ich habe es komplett anders gelesen. Komplett verschieden. Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie man ein Buch so verschieden lesen kann. Also ich habe komplett verschiedene Sachen daraus mitgenommen. Was ich jetzt daraus mitgenommen habe, ist, dass alles, was wir momentan haben auf dieser Welt an Problemen, an Konflikten, auch das aus dem Haben herauskommt. Mhm. Also sei es Plastik, sei es die Überrodung oder das Verroden der Wälder, der Übernutzer an Energie. Alles, was wir haben, kommt nur aus einem Grund, und zwar Konsum. Mhm. Dass wir konsumieren müssen. Und zwar nicht nur so, wie wir es brauchen, sondern so, wie wir es wollen. Und das Wollen hat sich einfach so in unfassbare Höhen katapultiert. Mhm. Dass wir zu viel wollen. Und wir brauchen ja nicht nur das, was wir wollen, sondern wir brauchen noch mehr für den Fall, dass wir noch mehr wollen. Also es muss immer mehr da sein, als wir safe brauchen, damit es keinen Mangel an irgendwas gibt. Ja. Und das ist, sei es bei den Nahrungsmitteln so, bei den Sachen, die wir irgendwie zum Leben brauchen, haben wir zu viel. Mhm. Auf der anderen Seite der Welt dann wieder zu wenig. Also es ist einfach eine Disbalance da. Aber auch an den Sachen, die wir eigentlich überhaupt nicht brauchen in unserem Leben. Ja? Ja. Wir haben so viele Dinge in unserem Leben, die wir vermeintlich haben müssen. Sei es Smartphones, sei es Computer, Kleidungsstücke im Übermaß, also im Überfluss, die wir einfach nicht brauchen, physisch für uns als Menschen. Mhm. Und das ist genau der Punkt, der so interessant ist, weil wir sind alle im Haben. Durch die Gesellschaft, diese Profitstruktur, das alles, worauf unser Geld momentan basiert, ist, was können wir uns kaufen, was können wir haben, was müssen wir haben oder was wird uns verkauft, als dass wir es haben müssen. Mhm. Aber eigentlich bräuchten wir nichts. Wir bräuchten ja fast nichts außer Essen, Nahrung, Trinken und diese Welt, die wir jetzt kaputt machen. Und wir sind alle nicht mehr im Sein. Wir sind alle im Haben. Und, und dieses Buch analysiert das halt einfach super, super schön und spannend, wie wir vielleicht auch da zurück
dazu zurückkommen könnten, dass wir wieder mehr im Sein sind. Und das ist das, was ich bei mir gerade beobachte, wie mir so vieles, was ich vorher haben wollte, wo ich wirklich noch extrem im Haben war und ich immer noch nicht davon befreit bin. Es gibt immer noch so, ich habe immer noch mein Smartphone und viele Sachen und es sind auch diese Kompromisse, die ich vorhin angesprochen habe, die man irgendwie eingehen muss, um noch Teil der Gesellschaft zu sein. Aber wir alle sollten mehr zur Natur zurück und die Natur bedeutet für uns eigentlich nur das Sein, weil wir sind Natur. Wir sollten einfach wieder mehr sein und weniger haben. Und wenn wir das verstehen, dann können wir auch auf so viel mehr verzichten. Dann würden wir gar nicht sagen, ja, wir müssen bis dann und dann die Atomenergie Kohleenergie verringern oder aufhören, sondern würden wir sagen, jetzt können wir damit aufhören. Ja, dann würden wir zwar hier ein bisschen Geld verlieren und da ein bisschen Wohlstand und Luxus, aber dann wäre das nicht mehr schlimm, weil ja, dann müssten wir es nicht mehr haben. Dann wäre das okay, weil wir sind ja immer noch. Wir sind immer noch in unserem Sein. Und wenn wir da zurückfinden würden, das wäre, glaube ich, die Lösung für alles. Also deswegen der Buchtipp, ja. Haben und Sein von Erich Fromm, kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist wirklich großartig, hat für mich alles verändert. Und das ist der Grund, warum ich jetzt sagen kann, ich will viel weniger, sondern ich würde viel lieber sein. Und ich glaube, umso weniger man hat, desto besser kann man sein. Ist ja auch klar, ich meine, je weniger du zu verlieren hast oder glaubst zu verlieren, desto befreiender ist es dann natürlich auch, wenn du mit dem zufrieden bist oder mit dir selber eigentlich so im Reinen bist, dass du sagst, ich alleine genüge einfach für mich in dem genau. Moment. Ja. Und das ist halt wirklich auch das Verrückte, diese Gesellschaft hat uns so da reingebracht, dass wir glauben, glücklich zu sein durch Dinge, die wir bekommen. Und es ist verrückt, weil ich kann das sogar bestätigen, sei es, das ist gar nicht mehr nur Sachen, die wir kaufen, sondern auch Sachen, die wir bekommen. Gar nicht physisch, zum Beispiel ein Dreh, nehmen wir mal ein Dreh als Beispiel. Ich habe die letzten 3 Jahre, ging es mir sehr gut. Ich war sehr glücklich und ich war sehr einfach motiviert und einfach, ja, ich war so, ich hätte mich gefragt, ich war einfach happy. So. Mhm. Und jetzt im Rückblick betrachtend kann ich sagen, dass das gar nicht unbedingt war, weil ich in mir glücklich war. Sondern tatsächlich, weil ich einfach sehr, sehr viele schöne Dinge bekommen habe, sei es Drehs oder Veranstaltungen oder Leute, die dann irgendwie interessiert waren, Zusammenarbeiten, Fotoshootings. Es kam einfach viel aufeinander, was mich kurzfristig glücklich gemacht hat. Mhm. Und dann war das zu Ende und dann habe ich mich auf die Suche nach den Neuen gemacht. Dann habe ich gemerkt, falle ich in so ein Loch. Und dann habe ich zum Glück wieder was bekommen. Also ich war sehr oft sehr viel glücklich in den letzten 3 Jahren, aber es war nicht aufgrund dessen, dass ich wirklich in mir glücklich war, sondern weil ich Sachen bekommen habe, die mich in diesen Zustand gebracht haben. Und das ist das Skurrile. Wir sind in dieser Gesellschaft und wir bekommen so viele Dinge immer von außen und können uns Glück kaufen durch eine Tasche oder durch dies oder durch das. Aber es ist immer nur ein kurzfristiges Erlebnis. Und das muss sich auch steigern. Wenn du dasselbe nochmal bekommen würdest, hättest du dieses Gefühl vom letzten Mal überhaupt nicht mehr. So, und das ist das, wie unser System funktioniert, weil davon profitieren natürlich Leute. Das ist natürlich Konsum und ja, dann klar. kaufen wir und die, ne, wir verdienen Geld und das ist das Wichtigste. Und wir Konsumierenden werden in dem Glauben gelassen, dass wir das brauchen, um glücklich zu sein. Dass wir ein Haus brauchen, um glücklich zu sein. Dass wir ein Auto brauchen, um glücklich zu sein. Dass wir, dass wir Geld brauchen, um glücklich zu sein. Ohne zu verstehen, dass wir eigentlich alles haben, um glücklich zu sein. Und dass der einzige Grund, warum wir es nicht werden, ist, dass wir eben vermeintlich glauben, dass wir was dafür brauchen. Und zwar was Materielles, was Physisches. Und das ist, glaube ich, der Todesfall für alles, was wir gerade besprochen haben. Weil solange die Menschen glauben, dass sie was brauchen, um glücklich zu sein, werden sie es auch nie ändern. So. Und ich merke halt, dass ich wirklich mit dem Gedanken, nichts mehr zu haben, momentan fast glücklicher bin, als noch Dinge zu haben. Krass. So, und das ist wirklich ein schöner, weil dann bist du so, ja, aber dann ist doch, ne, dann habe ich doch auch gar keine Begrenzung mehr. Also das ist so verrückt, weil davor ist man immer so, ja, aber was habe ich denn und was brauche ich denn und Mann und irgendwie geht's gerade nicht voran oder was auch immer und man hat sich davon so beeinflussen lassen. Mhm. Aber das ist einfach nicht nötig. Ich meine, wir leben in Deutschland, wir haben überhaupt keine Sorgen. Also wo liegt das Problem? Ja, das heißt, in dem Fall kann es sein, dass wir in ein paar Jahren dich dann interviewen, als mit deinen Erfahrungen, als vielleicht
Einsiedler irgendwo in einem VW-Bus in vielleicht. Neuseeland. Ja, vielleicht. Mal Hast gucken. Du denn schon eine Vorstellung, wann du das in Angriff nehmen wollen würdest? Tatsächlich habe ich ja wirklich das Ziel, dass ich irgendwas verändern kann in der Gesellschaft. Und das schaffe ich, wie gesagt, nicht aus einem Wohnwagen in Neuseeland, sondern das schaffe ich in dem System so gut wie möglich zu bestehen und trotzdem vielleicht andere Wege zu gehen. Von daher, das würde ich gerne einfach noch so gut wie möglich machen. Aber ich denke, dass ich, wenn ich dann ein alter Greis bin und irgendwie in der vermeintlichen Rente bin, mein Lebensabschied gerne so zelebrieren würde. Mit einer innerlichen Glücklichkeit, mit dem inneren Zufriedensein, fernab von allem haben oder brauchen. Klingt echt nach einem sehr schönen Plan. Dann fragen wir dich aber jetzt noch, was für Musik denn in diesem Wohnwagen laufen würde. Wir haben ja unsere Kategorie Ohrwurm der Woche und dann droppen wir immer in unsere Playlist so die besten Songs rein, weil wir der Meinung sind, Musik macht das Leben schöner und besser. Und was wäre da für ein Song? Spannend, weil Musik ist zum Beispiel auch nichts Physisches, ne? Das ist tatsächlich was wir haben können, ohne dass dafür etwas leiden muss. Nur wieder nach dem heutigen System, dass da so eine so ein Mechanismus hintersteht mit Geld und Profit. Ja, aber eigentlich die Musik an sich nicht. Die Mess haben Menschen schon immer gemacht, rhythmisch miteinander gesungen, getanzt, gefeiert und das war schon immer Bestandteil. Das ist auch so eine emotionale Sache, ich weiß nicht. Das, was du mit Musik erreichst, kannst du mit nichts anderem erreichen. Also ich weiß, ich habe doch nie ein Outfit gesehen und Gänsehaut bekommen oder so. Oder das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. So, wow, jetzt fühle ich es. Aber wenn ich Musik höre, dann... Ja, total. Ja, eben. Auch für jeden wieder anders. Das ist ja auch so spannend. Ja. Es ist einfach, Musik gehört zu uns dazu. Ich glaube, das ist gar nichts Getrenntes. Musik gehört ja auch schon zur Natur und das ist das Verrückte. Wir glauben ja immer, dass wir alles erfunden haben. Jetzt komme ich wieder dahin. Jetzt habe ich die Frage beantwortet. Wow, ich krieg's irgendwie. Heute ist echt schwierig. Also in meinem Kopf geht es in alle Richtungen. Aber man geht in die Natur und du findest alles, was wir vermeintlich erfunden haben. Sei es Muster, sei es Computersysteme irgendwie. Aber das hat die Natur alles schon da. Ja. Du guckst den Wald an und da sind Organismen und alles hat seinen Sinn. Das Moos, die Bäume, die daraus wachsen. Dann Tiere, die durchs Moos krabbeln. Es ist wie ein großes System, das wir eigentlich nur kopieren. Ja. So. Und das Ding ist ja, dieses System funktioniert auch wunderbar ohne den Menschen. Aber umgekehrt funktioniert der Mensch nicht. Genau, das meine ich ja. Wir sind ja Natur. Wir sind ja ein Teil des Systems der Natur. Wir haben alles, was wir kreieren, ist eine Imitation. Der Versuch, sich von der Natur zu trennen, ohne zu verstehen, dass sobald wir das tun, sind wir halt weg vom Fenster. Mhm. So der Erdball an sich braucht uns ja nicht. Nee, ja. Genau. Und das ist so spannend und genauso auch Musik. Du gehst in die Natur und du hast Musik. Ja. Du hast Wind, du hast Vögel, du hast das Meeresrauschen. Es ist ja eine Art, was wir, Musik muss man ja definieren, das haben wir, ist ja ein Begriff, den haben wir einfach kreiert. Aber Musik ist ja eigentlich nur, das sind, vielleicht bin ich jetzt auch komplett falsch, aber das sind Töne, die sich vermischen und etwas erzeugen, neue Töne kreieren und Melodien verfolgen. Vögel haben das. Ja. Ohne, dass wir denen das beigebracht haben. Die singen für uns. So, die haben schon immer Musik gemacht. Und genauso im Einklang mit der Natur drumherum. Das sind Melodien, die können wir nur imitieren, aber die gibt es schon. So, und eigentlich alles, was wir tun und machen, und deswegen ist Musik für mich auch Teil der Natur und einfach Teil von uns. Und jetzt zu der Frage, ich bin momentan auf so einem sehr, sehr oldschooligen Trip. Also ich bin aufgewachsen mit AC/DC, das war so meine Lieblingsband. Sehr entspannt. Ja, ey, die haben, das ist, ne, also viele kennen die Grundmusik von AC/DC gar nicht so. Das ist natürlich Rock, aber es ist auch sehr bluesiger Rock. Achte. Tatsächlich. Also es ist kein Rock aus heutiger, moderner Sicht mehr. Wenn man so Highway Trail... Genau. Nee, aber wenn man sich da einzelne Songs anhört, dann merkt man echt, dass es oft sehr viel ruhiger als moderner Rock'n'Roll so. Und es hat halt diesen Blues-Faktor noch drin.
Aber das ist momentan gar nicht das, was ich höre. Das höre ich immer mal wieder. Aber ich meine, momentaner würde ich sagen, Lieblingssong und aus der Zeit-Area höre ich gerade ganz viel. Ist von Elvis. Can't Help Feeling in Love with You. Ah ja, das dieses... Wise men say... Genau. Only fools rush in. Genau, und dieser einfach sehr, sehr melancholische Song. Ja, aber ein sehr schöner. Ja, ich liebe diesen Song. Das waren einfach noch Zeiten, da merkt man auch noch diese... Seele. Die Seele der Songs, genau. Weil ne, da gab es dieses große System, Musikbranche noch nicht. Da haben dann die Leute, die Musik gemacht haben, einfach wirklich die Musik gemacht, weil sie machen mussten aus sich heraus, weil es irgendwas bedeutet hat. Und wenn sie damit erfolgreich waren, dann nur, weil sie Genies waren, weil sie einfach unfassbar gut waren. Da gab es so vorgeschriebene Songs, wie es heute ist. Ne? Ich kenne auch einige Musiker, die gehen dann zu einem Plattenlabel, haben eigentlich einen komplett anderen Musikstil, gehen dann dahin, kriegen einen Deal, kriegen 10 Songs präsentiert vom Label, performen die und dann ist gut. Bekommst du dein Geld. So. Genau, und es war halt da anders. Da meinte jeder Song irgendwas. Ja. So, da hat es irgendeine Bedeutung gehabt. Das kam irgendwie aus dem Herzen, aus der Seele. Und das höre ich da total. Deswegen bin ich gerade auf diesem, vielleicht auch wieder hier, auf dem Sein-Trip. einfach zu merken. Ich bin halt auch ein sehr sensibler Typ. Ich keine Ahnung, aber ich merke, wenn jemand im Sein ist oder im Haben oder ehrlich ist oder lügt oder ich spüre das einfach und dann gar nicht mehr bewusst, aber das ist so eine Atmosphäre, die dann ausstrahlt und die ich dann empfange und dann habe ich irgendwie ein Gefühl dazu und dann halte ich lieber Abstand oder nehme das halt zu mir. Und diese Musik dieser Zeit, halt, die habe ich durch Zufall irgendwie in den letzten Monaten gehört und habe die halt komplett empfangen. Und die ging halt so direkt in mich rein und dann war ich so, okay, und seitdem kann ich die gar nicht mehr nicht hören. Okay, ja. Das heißt, wir droppen auf jeden Fall Elvis rein in unsere Playlist. Ja. Yeah. Und in dem Fall ist es aber auch sehr, sehr gut für dich oder brauchst du das ja auch dann diese Ruhephasen, weil du gesagt hast, du nimmst sehr viel auf in dem Fall, auch von deinem Umfeld, an Energie und an Menschen, vor allem in der Stadt ist ja noch viel extremer. Ja, genau. Bist du dann nicht auch ziemlich fertig dann nach solchen Filmdrehs? Ja, total. Also, ich glaube, das ist so eine Reizüberflutung dann immer, die dann stattfindet. Also die ist total schön und die ist total intensiv und man geht dann total auf. Also ich bin auch so ein Mensch, ich gehe auch im Stress total auf. Also wenn ich irgendwie viel zu tun habe, dann funktioniere ich und dann schlafe ich auch mal irgendwie 2 Tage nicht und so, 2 Nächte nicht und bin dann irgendwie, aber ich funktioniere und ich bin irgendwie da und das klappt alles. Aber ja, wenn ich dann wieder zu Hause bin in meinem vermeintlichen Ruhepol und dann dem Körper das erste Mal wieder das Gefühl gebe, jetzt kannst du dich entspannen und erholen, dann fordert er das auch richtig ein. Ja. Dann bin ich wieder da, dann werde ich krank und dann... Ich wollte gerade sagen, ich kenne das auch zu gut. Dann wird man direkt krank, weil man Urlaub hat. Also es ist wirklich so krass bei den letzten Malen gewesen, dass ich die Urlaub noch stellen konnte, gar nicht mehr irgendwie zu Hause ankommen. Und ich bin in Berlin angekommen, am Bahnhof, an meiner Station und war so, oh, mein Hals. Scheiße. Jetzt und dann ging es los. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und war so komplett Fieber, bababam. Ja. Also das ist tatsächlich immer so. Wow. Ja. Naja, so ist es halt. Jeder versucht da irgendwie durchzukommen in seinem Genre, in seinem Bereich. Ja, wir sind ja auch noch in einem Alter, da kann man das noch gut machen. Da kann man das noch aushalten und irgendwie mal überstehen, so eine Das stimmt. Harten Zeiten. Also man muss ein bisschen auf sich aufpassen, dass es nicht zu viel davon wird. Aber ja, das ist manchmal schon kritisch bei mir. Echt? Also ich würde sagen, im Durchschnitt gibt es einen Tag in der Woche oder eine Nacht in der Woche, wo ich nicht schlafe. Oh. Ja. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Christina-Konkurrenz bei ihr ist auch so heftig. Ja. Psst. Mama, du hast das jetzt nicht gehört. Ja, nein, ich muss aber echt aufpassen, weil sonst streikt mein Körper auch komplett. Und man funktioniert dann ja auch irgendwann nur noch so halb und das ist das Problem. Genau. Man muss das bewusste Ausruhen ist genauso wichtig wie das bewusste Aktivsein. Ja. Genau. Ja, das ist aber auch, ich finde das bewusste Ausruhen ist viel schwieriger, sich das auch selber einzugestehen. Also klar, dann kommt halt der Moment, wo du zusammenklappst. Aber damit das nicht passiert, musst du ja eigentlich vorher auch schon mal sagen, so jetzt heute nicht. Und ich habe persönlich auch teilweise so Tage, wo ich dann so bin, oh, ich will heute nicht rausgehen, ich will heute keine Menschen sehen. So. Ja, mir fehlt es schon immer schwer. Also ich habe durch den Sport, den ich auch jahrelang betrieben habe und immer noch betreibe, gerade halt
weniger, habe ich genau das immer physisch miterlebt. Ich bin jeden Tag zum Sport gerannt für 2 Stunden, 7 Tage die Woche. Krass. Bis ich dann irgendwann die Diagnose erhalten habe, dass ich einen Hormonmangel habe. Und einfach aufgrund dessen, dass mein Körper nicht schnell genug nachproduzieren konnte, von dem, was ich verbraucht habe. Und das, da merkt man halt, da habe ich das erste Mal gemerkt, wow, ich bin Anfang 20 nach einem Hormonmangel, Testosteronmangel. Wie funktioniert denn das? Einfach, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass so, das kann so, du kannst so motiviert sein, wie du willst. Du kannst so viel machen und tun und die Welt verändern. Das ist super, aber wenn du dir da nicht die Ruhe gibst, dann kannst du damit auch nichts anfangen. Mhm. Weil tatsächlich ist es mit allem im Leben so, und das hat mich der Sport gelehrt, sei es Muskeln oder auch der Erfolg im Leben, der wächst nicht in der Zeit, wo du aktiv bist, sondern der wächst in der Ruhephase danach. Du kannst einen Dreh haben und alles geben und du wirst erst in der Ruhephase, wenn du dich nochmal mental damit beschäftigst und irgendwie verinnerlichst, weil du in dieser aktiven Phase kann das gar nicht, da passiert alles so, aber da kann es gar nicht in dich, sag ich mal, da kann sich das gar nicht in dich setzen. Da kannst es gar nicht wirklich fassen und bearbeiten. In der Ruhephase kann es erst passieren. Genauso wie der Muskel auch erst in der Ruhephase. Ah, klingelt irgendwie ein Handy. Meins ist, glaube ich, nicht. Oder ist es meins? Meins ist es nicht. Meins auch nicht. Dann ist es meins irgendwo, oder? Da ist eine Tasche, glaube ich, ja. Aber dann ist alles gut. Okay, hat auch gehört. So, wir haben immer wieder so Unterbrechungen. Letztes Mal war es ein Vogel, der ins Studio reingeflogen ist. Ah, wunderbar. Genau, die Vogel hieß da, Folge hieß dann, wir haben... So viel zu Back to the Nature. Ja. Nee, aber ich glaube halt tatsächlich, dass wir erst, wenn wir Sachen verinnerlichen, und das kann nur in Ruhe passieren, dass wir dann auch erst wachsen. Genauso wie wir auch erst danach immer erst aus Sachen lernen. In der Phase, wo wir es irgendwie verkacken, vermeintlich, verstehen wir das ja gar nicht erst danach, wenn wir uns darüber bewusst werden, was ist da eigentlich passiert. Und dieses Bewusstwerden über Sachen. Ich habe gerade, ne, der Muskel wird sich bewusst, ich habe gerade trainiert, ich muss jetzt regenerieren. Und dann wächst der erst. Ne? Also die Muskelfaser wird ja zerrissen im Training und danach wächst sie da, wo der zerrissene, wo der Riss drin ist, wächst es nicht wieder zusammen, sondern das füllt sich mit neuem Material. Ach gut, das wusste sozusagen, ich ja nicht. Dann wird er jedes Mal, dadurch wird der Muskel größer. Ach so, und genauso ist es mit allem im Leben. So, wenn du aktiv bist, dann brauchst du die Ruhe danach, weil erst dann lernst du aus der aktiven Zeit, erst dann veränderst du die aktive Zeit und wirst besser daran. Das ist ein super, super Lebensrezept eigentlich für alle, basically. Oh ja. Genau, das ist tatsächlich das Schöne am Sport. Und man kann vom Sport halten, was man will. Man muss ihn auch nicht machen. Das mag jedem selbst überlassen sein. Aber das, was dein Körper passiert, was du körperlich tun kannst im Sport, das lässt sich auf alle Lebensabschnitte übertragen. Und deswegen ist er auch so wertvoll für mich, ja. Jetzt eine ganz blöde Frage. Bei Falkenberg, da musstest du schon extrem viel trainieren, oder? Ja, unfassbar viel. Also rückblickend bin ich mir gar nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Also, ja. Also bin ich unfassbar, ja. Krass. Naja, man kann ja sagen, das Training hat sich ja auf jeden Fall gelohnt. Ja, ja. Also für die Zeit auf jeden Fall. Mhm. Es hat auch da sein Tribut gezahlt. Auch da war ich echt physisch am Ende, definitiv. Mm, das ist nämlich einmal eine Sache. Schön. Das kann ich auch hier nochmal sagen. Das habe ich auch schon letztens in einem Post gesagt. Aber gut auszusehen für einen Film ist eine Sache. Im Leben muss man nicht so aussehen, Leute. Also, war gesundheitlich nicht immer schön. Ich habe sehr gelitten, um so auszusehen, wie ich da aussah. Von daher, seid glücklich mit dem, seid so glücklich, wie ihr seid. Sei denn, ihr seid ungesund und irgendwie an einem ungesunden Limit, aber sonst be happy. Das sind doch schöne Worte. Mann. Genau, sollen wir das so stehen lassen? Einfach so am Schluss be happy. Ja, mit dem, was ihr habt, mit dem, was ihr seid. Wir haben, glaube ich, ultra viel aus diesem Interview mitgenommen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Genau, ich glaube, wir könnten sogar noch 2-3 Stunden locker weiterquatschen. Ich bin auch so wenig auf den Punkt gekommen heute. Ja, aber auch ich fand das Interview wirklich sehr, sehr schön. Ja, total. Und auch vielen Dank, dass wir hier aufnehmen durften. Genau, Shoutout an Salim an der Stelle. Vielen lieben Dank. Und wenn die Leute dich finden wollen, dann sollen sie das am besten über Instagram machen, oder? Wenn es keine Homepage gibt. Instagram-Namen droppen. Klar, also ihr könnt mich einfach über Jonathan Elias Weiske finden.
oder über jonathan.e.weiske. Das ist sozusagen, und ich, da gibt es ein paar, mehrere, aber dann der mit dem blauen Haken. Das ist ganz wichtig. Der Verifizierte. Genau. Sehr gut. Ja. Ja, sehr cool. In dem Fall vielen Dank für das Interview. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, ganz kurz, bevor wir dich hier abwürgen? Ja, 3 Stunden noch tatsächlich, aber das lassen wir lieber sein. Das vertagen wir. Ja, nee, tatsächlich glaube ich, dass alles irgendwie zumindest teilweise rübergekommen ist, auch wenn es tatsächlich, es ist so schwer, wenn man so viele Gedanken hat, die immer zu bündeln und irgendwie auf den Punkt zu bringen. Mein Gott, wirklich, ich habe wirklich Situationen gehabt, gerade in Gesprächen, also in Erzählungen von mir, wo ich war, ah, das muss ich noch sagen. Und dann hat sich, während ich das gesagt habe, eigentlich ein neuer Zweig geöffnet. Ich weiß, so gehe ich da jetzt rein in Gedanken. Das habt ihr natürlich alle nicht gehört. Und dann gab es auch manchmal so große Pausen. So, nee, ich bleib jetzt hierbei. Und dann habe ich eigentlich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also, ja, es bewegt mich alles sehr. Was ich am Ende nochmal auf den Punkt bringen möchte und sagen möchte, ist, wir sind Natur. Lasst uns zurückgehen zur Natur. Wir brauchen nichts in unserem Leben außer Natur und essentielle Dinge wie Essen, Trinken, Schlafen. Und Liebe. Und Liebe. Liebe ist ausschlaggebend und wir müssen uns alle mehr lieben. So, und ich rede nicht von romantischer Liebe, sondern der Liebe mit sich selbst, zu anderen, zu unserem Umfeld, zu der Natur. Und wenn wir das finden, dann können wir das auch alles irgendwie schaffen. Genau, also ein Aufruf für mehr Liebe hier und mehr Umweltbewusstsein und ja, back to nature. Genau, in dem Fall gehen wir raus mit diesen Worten aus der heutigen Podcast-Folge. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen lieben Dank nochmal an unseren Gast. Und wünschen euch einen sehr tollen, guten Start in die Woche. In den Tag, wann auch immer ihr uns hört. Und dann hätten wir es. Also einmal over and out.